Ja, grüße meine Freunde. Heute Schleuderraum. Geht unbedingt einmal putzt, bevor ich da mal Zuckerwasser anrühre. Das Problem ist immer noch der Ablauf seit ein paar Jahren. Heute mache ich es jetzt mal selber, alleine. Wasserrinne möchte ich reinflexen, da das, was eingebaut worden ist, nicht so toll ist. Den Rest haben wir ja selber gemacht da drin. Ja, naja, da muss man halt ein bisschen improvisieren. Ich zeige euch das einmal. Und zwar, das sollte eigentlich werden für die Spüle, der Abfluss. Eigentlich ein wenig höher, ein bisschen schöner, naja. Und der da in der Mitte vom Raum sollte eigentlich fürs Wasser vom Boden und von den Wänden sein, wenn man das alles kerchert, dass man es gescheit putzen kann. Das Problem ist, dass das Wasser da stehen bleibt, also zwischen die zwei Teilen. Wenn es da vorne reinlaufen soll, brauche ich mindestens 5 cm Wasser am Boden und da sind wir bei 10 cm. Also ganz schlecht, ich möchte da drin eigentlich nicht schwimmen. So, jetzt habe ich mir da so eine Stahlleiste besorgt, aus Edelstahl. Ist jetzt eigentlich nicht als Abfluss gedacht, aber egal. Das Teil ist Kabelschacht, also gut und günstig, wird wieder mal zweckentfremdet von mir, aber kostet nichts. Ja. Der Boden oder die Bodenstärke hier beträgt circa 1 Meter. Das heißt, es kommt auf jeden Fall, kann ich da nicht durchflexen. Rohre, Leitungen sind keine drin. Und jetzt möchte ich dann da quasi auf diese Fuge hier das einfügen. Und zwar habe ich mir da Flex auch ausgeliehen. So wie es ist, so soll es funktionieren. Mit der passenden Scheibe dazu. Ja, Strom ist da, also Stromgenerator an. Schutzkleidung anziehen und dann. Ja, wie ja, was gehört zur Ausrüstung? Zur Ausrüstung habe ich mir einmal eine Gasmaske geholt. Augenschutz gleich mit dabei. Dann einen Gehörschutz und einen ABC-Schutzfilter. So, schade ist, dass wir das Ding jetzt brauchen, aber naja. Bis zu den Ewigleben heißt es. Dichtheitsprüfung ganz einfach. Unten zuhalten, versuchen einzuatmen und dann ist es normalerweise dicht. Also ihr habt schon gesehen, ich habe da Holzspreisel untergelegt, so breit wie es sein soll. Vom Flexen her, das mache ich auch nicht so oft, aber es scheint gut geworden zu sein. So meine Freunde, jetzt haben wir mal den Schlitz rausgemacht. Jetzt werden wir das rausarbeiten mit Hammer und Meißel und dann schauen wir mal, wie es ausschaut. Also, wie ihr sehen könnt, Handschuh, auch beim normalen Schlagen Gehörschutz. Gehörschutz immer wichtig, bevor ihr nichts mehr hört. Ja, ob ihr da liegt habt oder absetzt. Dann, was noch wichtig ist, Schutzbrille, also mir ist einiges dagegen geflogen. Ganz wichtig, wenn ihr durchgeschwitzt seid, immer wieder neues Hemd anziehen, sonst kriegt ihr das ins Kreuz. So, das zu dem Thema wieder. Ich habe das jetzt mit der Hand rausbatscht.
Ich hätte zwar jetzt auch die Bosch da, Schlauchbohrmaschine, was Gescheites. Aber ich habe jetzt Angst gehabt durch die Erschütterungen, weil die Schlauchbohrmaschine hat auch ein wenig einen gescheiten Bums, dass man da die anderen Fliesen wieder rausrüttelt. Deswegen mit der Hand, dauert halt ein Stündle. Ja, können wir das Ergebnis sehen, ich habe es noch nicht reingehalten. Wenn nicht, schneiden wir es raus. Ja. Ja. Wichtig also, schauen wir mal. Die saubere Vorarbeit, den sauberen Schnitt, dass er da irgendwas auflegt, dass das passt. Die Tiefe habe ich jetzt ja wirklich gesagt, also bloß mit dem Auge reingeschätzt. Und jetzt hoffen wir mal, dass das passt. Sicherlich brechen da die Kanten aus, aber es soll halt auch keine Schönheit sein. Ja, sonst muss ich es vom Fachmann machen lassen. Das kostet mir jetzt einen Tag Arbeit und dann war es das. Also wieder da irgendein Flex kaufen, dann müsst ihr euch eine ausleihen, weil so oft braucht ihr das Teil nicht. So, jetzt nochmal die Schiene einfügen. Ich habe das jetzt bewusst da reinstehen lassen, dass ich da noch ein wenig eine Toleranz habe. Falls ich da hinten zu weit rausschneide, abschneiden kann man es immer, rankleben wird es schwierig. Also so wie es ausschaut. Also Leute, wie sagt mein Baumeister immer, Männer, wie haben wir das gemacht? So, schöner Satz. Und da brauche ich gar nichts mehr, das ist ja, ja Mensch, ein gutes Augenmaß. Da muss man sich ja mal selber loben, ne? Könnt ihr die Kommentare auf Daumen hoch machen. Also wie gesagt, so eine Schiene habe ich noch nie eingesetzt. Das ist wirklich bloß so ein Kabel, ein Edelstahl-Kabelschacht soll es darstellen. Da hinten latscht keiner, das ist Tiefe. Es ist ja unter der Spüle. Also da habt ihr viele Profis unter euch. Da habt ihr auf jeden Fall einen Versatz von einem halben Zentimeter. Da hinten wird es schlimmer, ich hätte gesagt 1,5 cm. Kommt kein Mensch hin, steigt keiner drauf. Ab da haben wir einen Laufbereich. Und ab da muss ich sagen, passt es. Sicherlich gibt es danach, weil der Boden einfach falsch verlegt worden ist. Aber Leute, das ist ein Arbeitsraum. Ne? Das ist kein Duschraum und nichts. Jetzt kehre ich einmal auf. So, ihr seht, es ist nur überstaubig. Ich habe es jetzt bloß ein bisschen zusammengekehrt. Weil es dann schon wieder heißt bei mir, ja, wir haben verwegen, das passt das erste Mal, aber tja, das ist ja alles dokumentiert, ne, es passt. Ist halt nichts. So, jetzt hoffe ich, das weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht, dass das natürlich auch mit meinem Wasser passt. Weil Wasser lügt ja nicht, ne, da soll es ja reinlaufen und ihr seht, wo es hinläuft. So, und jetzt hoffe ich, dass das passt mit dem Ablauf. Weil sonst muss ich den nämlich noch tiefer machen. Da seht ihr, da läuft es dann dahin. Hey Leute, schmatzt. Das soll dann natürlich da jetzt nicht nass werden. Da. Hey, es läuft ab. Also ehrlich, 5 Jahre habe ich jetzt den Scheiß da mindestens und ich habe immer das Problem, das schwappt mir dann da drüber und bleibt dann da immer stehen. Ich habe zwar so eine Abziehlippe da, aber das bringt nichts. So. Einmal frei, so soll das sein. Da brauche ich ja kein sonderlicher Sieb rein und nichts. Hauptsache, das läuft da ab. Wie gesagt, das ziehe ich jetzt noch ein bisschen ab, dann kann ich endlich den Raum mal richtig rauswaschen. Also Leute, da brauche ich mir keine Schiene für 100 Euro kaufen, weil so eine Abflussrinne, so 1,50 Meter, da wollte er ja mehr. Das wären ja fast 300 Stecken gewesen. Sicherlich könnt ihr jetzt da beanstanden, da das ist ein bisschen breit. Das gehört jetzt noch eingefugt und bla und Sitz. Aber wie gesagt, für das, dass ich das erste Mal gemacht habe, ist mir das komplett ausreichend. Also Freunde, jetzt habt ihr gesehen, Wasserrinne, schnell selber neuflexen, was heißt schnell, bis ihr das Werkzeug herräumt und natürlich, wenn ihr das Werkzeug kriegt, sauber, nicht nur sauber, sondern bohren die frei, da brauche ich schon mal zum Putzen eine halbe Stunde.
ein bisschen dann mit Öl nachschmieren, es glänzt dann ein bisschen, es macht sich immer gut, wenn das Ding gut ausschaut. Wenn ihr das Zeug schon ausgeliehen habt, dass ihr da wenigstens ins Putzen investiert. Tja, kurzer Film für euch. Für mich war das jetzt wieder halber Tag Arbeit. Dann heute natürlich nichts an die Bienen, aber jetzt konnte ich zumindest einmal das vorbereiten, den Raum dann putzen. Und dann können wir dann ans Einfüttern weitermachen. Ja, die Milben nochmal schnell für die Imkerleute, die was die sich reinziehen. Es kommt auch keine Frage-Antwort hinten dran. Das machen wir das nächste Mal dann wieder bei den Imker-Videos. Milbenabfall habe ich jetzt pro Tag zwischen 0 und 3-4 Stück. Also momentan keine Behandlung. Ich ziehe das jetzt nochmal raus. Erst einmal drauffüttern und dann einfüttern mit Schwamm. Einfüttern, dann nochmal behandeln mit AS-Ameisensäure und zum Schluss dann im Herbst nochmal mit Oxalsäure. Ja, dann an der Stelle sage ich natürlich Dankeschön fürs Einschalten, für eure Daumen hoch Videos. Jetzt gehen wir schon knapp auf die 1000 zu, echt super. Tja, dann wünsche ich euch an der Stelle noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Bis in 14 Tagen dann wieder, euer Herbert, servus.